Heute wird ein Keller aufgeräumt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela. Ich bin euer Professional Organizer und heute nehme ich euch einfach mal mit zu meinem Kundentermin. Das heißt, wir räumen gemeinsam einen Keller auf. Ich war nämlich heute bei einer Kundin und wir haben fast 3 Stunden lang einen kleinen Kellerraum aussortiert und aufgeräumt. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, dieses Video ist so ungefähr 15-20 Minuten lang. Das heißt, ich werde es wieder mit schöner, motivierender Musik unterlegen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr einfach mit uns zusammen euren Keller aufräumen. Ich habe noch 2 spannende Dinge zwischendurch gefunden. Also, wenn ihr durchhaltet, dann werdet ihr auch merken, was genau das war. Im Prinzip möchte ich jetzt einfach am Anfang nur kurz dazu sagen, wie sind wir denn vorgegangen? Wir haben als allererstes entschieden, also man läuft da rein, man schaut sich diesen Keller an, das seht ihr hier. Also der Keller ist jetzt nicht sonderlich riesig, aber er ist einfach voll. Die Aufgabe lautete, diesen Keller so durchzusortieren, dass morgen der Sperrmüll abgeholt werden kann und dass in der kommenden Woche der Ex-Mann dieser Kundin seine Sachen auch noch rausholen kann, die da jetzt irgendwo zwischendrin reingesteckt waren. Also das ist einfach noch nicht sortiert. Das heißt, und das gilt vielleicht auch für euch, wenn ihr einen Keller aufräumt oder aussortiert, dann bietet sich das immer an, verschiedene, ich sag jetzt mal, Haufen zu machen. Das heißt, es gibt den Müll. In unserem Fall war das der Sperrmüll. Dann gibt es Sachen, die habe ich dann mitgenommen, weil die einfach gespendet oder verschenkt werden. Das kann man natürlich auch selber machen. Das heißt, wenn ihr selber aussortiert, dann sucht ihr einfach die Sachen raus, die gespendet und verschenkt werden können und macht die auf den zweiten Stapel. Der dritte Stapel in unserem Fall, das seht ihr dann, das war an der einen Wand. Das sind dann die ganzen Dinge, die der Ex-Mann noch abholen darf. Das sind irgendwelche Fahrradträger und Autodachträger, die die Dame jetzt einfach nicht mehr braucht. Und der Rest sind Dinge, die tatsächlich bleiben sollen und dürfen. Oder von denen die Kundin einfach gesagt hat, das kriege ich dann alleine hin. Da blieben dann zum Beispiel so 3-4 Boxen übrig mit Fotos, die aussortiert werden müssen oder ähnliches. Das macht sie dann ohne mich. Da muss ich dann auch nicht mehr daneben stehen. Und dann geht es einfach darum zu sagen, ich nehme eine Marschrichtung. Auf dem Video sieht man das die ersten paar Minuten jetzt nicht ganz so gut. Da habe ich definitiv angefangen mit. Auf dem allerersten Videoteil, da sieht man das, wenn man in den Keller reinläuft. Da gibt es 2 Kästen mit Schubfächern. Die haben wir auch innen aussortiert. Das heißt, da ging sehr viel Zeit drauf. Wir haben dann ungefähr 1 Stunde gebraucht, um allein nur den Anfangsbereich auszusortieren. Und dann sucht ihr euch eine Marschrichtung rechtsrum oder linksrum durch den Keller und sortiert einfach konsequent in dieser einen Richtung durch den Keller durch. Das war bei uns jetzt teilweise ein bisschen schwierig, weil man einfach die Sachen von rechts nach links stellen musste. Aber wir haben es gut hingekriegt. Für den gesamten Keller haben wir in Echtzeit 2 Stunden und 42 Minuten benötigt, also von Videostart bis Videoende. In diesem Video ist es natürlich wesentlich schneller zusammengefasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Aufräumen. Ich suche die Musik raus, ihr sucht euren Keller raus und dann let's go! Gotta go to work. What did you just say? Gotta go to work. No way. I can't believe it. You let this happen to you? Gotta go to work. Yeah, you did. It got away. You better get gotta going. Go to work. Eating too much. Gotta go to work. Treadmill. Drinking too much. Gotta go to work. Get that jogging trail. Gotta go to work. What you eat? Go to work. Weights. Gotta go to work. Come on now. Gotta go to get work. To the gym. Gotta go to work. Look at that bar down. Let's get out of this. Gotta go to work. Gotta go to work. Make it work. You can do better. Gotta go to work. You know it. Gotta go to work. It's in the jeans. Gotta go to I'm work. In the rut. Gotta be. Gotta go to work. Yeah, hey, sewed it out. Go to work. It's in the shoes. Gotta go to work. You chopped the rope. Gotta go to work. Yeah. No. Gotta go to work. You heard me. Oh, I did. Gotta go to work. What did you just say? Gotta go to work. No way. I can't believe it. You let this happen to you? Gotta go to work. Yeah, you did. It got away. You better get gotta go to work. Eating too much. Gotta go to work. Treadmill. Drinking too much. Gotta go to work. Get that jogging trail. Gotta go to work. What you eat? Gotta go to work. Weights.
Gotta go to work. Come on now. Gotta go to work. Get to the gym. Gotta go to work. Look at that. Let's get out of this. Gotta go to work. Gotta go to work. Your work. You can do better. Gotta go to work. You know it. Gotta go to work. To the gym. I'm in the rut. Gotta be. Go to work. Yeah, soda now. To the shoes. Eat chocolate milk. Gotta go to work. Yeah. Gotta go to work. You heard me. Oh, I did. Gotta go to work. What did you just say? Gotta go to work. No way. I can't believe it. You let this happen to you? Gotta go to work. Yeah, you did. It got away. You better gotta get go to work. Eating too much. Gotta go to work. Treadmill. Drinking too much. Gotta go to work. Get that jogging trail. Now you're gonna care what you eat. Lift those weights. Gotta go to work. Come on now. Gotta go to get work. To the gym. Ich halte das gerade mal in die Kamera, weil die Leute glauben nie, dass man sowas findet. Ich weiß nicht, woher die kommen. Und das 40 ist, Jahren zum Stockschnitzen. Das ist so ein Ding wie, ja, so sowas habe ich ja nicht. Ich habe das in diesem einen Kurs auch gesagt. Falls ihr das jetzt alleine nicht hinkriegt und ihr merkt, ihr strauchelt so ein bisschen beim Keller aussortieren, ich kann das natürlich mit euch zusammen genauso machen wie hier mit dieser Kundin. Das heißt, ich komme gerne zu euch, ich helfe euch, euren Keller zu entrümpeln und dann seht ihr ja, wir haben für diesen Keller 2-3 Viertelstunden gebraucht. Vielleicht ist euer Keller genauso groß oder ein bisschen größer, dann geht das schneller oder es dauert einfach länger. Es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was da alles drin ist. Aber ich mache das gerne mit euch. Wenn ihr meine Unterstützung haben wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an die info@frauordnung.de. Dann machen wir ein kostenfreies Erstgespräch via Zoom. Ihr zeigt mir euren Keller und ich kann schon mal abschätzen, wie lange das ungefähr dauern wird. Also viel Spaß weiterhin beim Aufräumen. Ich bin gerade am Keller auslisten. Kann man es lesen? Man kann es lesen.
Wo sind die Millionen? Hecke. Na ja, natürlich. Das sind die Reichtümer. Sag's doch. Die Reichtümer. Schnell, was kommt da noch aus? Ja, tatsächlich, das ist etwas Geld. 10 deutsche Mark, die können Sie umtauschen. Ja. Also ohne Scherz. Also das die ist, können Sie. Das kann man wahrscheinlich aus. Das war halt alles noch vor der Tschechischen Republik. Lire. Ja, geil. Die sind reich. Jede Menge Lire. Also dafür kriegen Sie auf jeden Fall 10 Euro. Auf der Theo. Echt? Immer noch? Ja. Ach, die Zeiten sind vorbei. Nein, Sie müssen auf der Theo Heuss, wissen Sie, wo die Landeszentralbank ist? Theodor-Heuss-Straße, der Rote Bühlplatz. Ja. Und so ungefähr 2 Häuser rechts, da steht so eine komische Weltkugel. Ja. Da gehen Sie rein, ich glaube 3. Stock. Und legen alle deutschen Mark und die sind immer noch heute verpflichtet zu dem Kurs, zu dem damals der Eurowechsel war. Mhm. Und das ist ja so 1:2 ungefähr, ihnen das in Euro raus. Also sie legen 20 Mark hin und kriegen 10 Euro wieder. Hier bitte sehr, das war da. Und was mache ich mit und ich, das kann sogar sein, dass das mit fremdländischem Geld, das kann sein. Aber das geht wirklich nur dort. Also wenn Sie in Baden-Württemberg sind, wenn Sie aus Freiburg kommen, ich kann das auch machen. Da gehe ich mit den Kindern hin, da freuen die sich. Ich schenke es Ihnen. Und dann ich sage Ihnen Bescheid, wie viel es war. Ja. So, und dann ist das hier, das nehme ich noch mit. Und dann jetzt nur noch mal als Überblick, wir bringen das. Oh, da haben Sie aber schon viel raus. Okay. Dann haben Sie hier jetzt eben, das haben Sie gesagt, muss der Mann durchschauen. Jawohl. Hier unten ist dieses Gerät. Hier oben sind nur Leerkartonagen. Ja? Das ist auch leer, das ist auch leer. Das ist jetzt diese Matratze oder irgend so aufblasbares Dingsbums. Deshalb liegt da das daneben. Naja, und das ist jetzt natürlich noch so ein, ist das jetzt Sperrmüll oder nicht? Aber dazu brauchen Sie mich, glaube ich, jetzt nicht. Nee, euch nicht, aber die Schier stelle ich gleich raus. Jawohl. Und da gibt es hier natürlich noch 2 Bilder. Ja. Den Sie, müssen Sie halt auch schauen. Ja, das kriege ich alles hin. So. Wunderbar. So, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euer Keller ist ein bisschen ordentlicher geworden. Wer mehr zum Thema Ordnung wissen will und mehr Tipps und Tricks haben möchte, dem kann ich nur empfehlen, lasst ein Abo und ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder andere Videowünsche, ich soll doch bitte mal Dachboden aufräumen oder ein Schlafzimmer oder was auch immer, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich direkt darauf eingehen. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag.